Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Broken Seen. Here we go! Und wie ihr sehen könnt, ich habe ein neues Spiel mitgebracht, nämlich Paladins. Ja, jetzt fragt ihr euch, huch, was ist denn Paladins? Das ist eine gute Frage. Paladins ist ein Champion-Shooter-Spiel sozusagen. Es ähnelt sehr Overwatch, nur dass Paladins kostenlos ist. Und ich finde, die Sounds sind ein bisschen besser als bei Overwatch. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Overwatch kostet 60 Euro. Dieses Spiel gibt es hier komplett kostenlos bei Steam. Da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, wo könnt ihr es runterladen. Bitte bei Steam. Ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr möchtet. Ich heiße bei Steam auch in-game ASN10. Wenn ihr das Spiel auch spielen möchtet, könnt ihr einfach bei Steam suchen. Paladins hier oben steht das. Es ist eine Beta-Version. Das bedeutet, es wird jeden Tag ein Update gemacht. Das bedeutet, irgendwo am Tag wird es 1 bis 2 Stunden wird das Spiel offline sein und rumgebastelt an dem Spiel. Also wundert euch nicht, falls mal steht, Spiel ist offline oder die Server sind offline, dann machen die gerade da ein Update drauf. Das machen die jeden Tag. Und es kommt einmal im Monat ein Champion raus. Wir sehen auch schon, wir haben hier um die 30 Helden gerade am Start. Ganz verschiedene, manche ähneln auch Overwatch, zum Beispiel der hier. Der Rokus hat zum Beispiel so einen Roboter. Der ähnelt bei, zum Beispiel wie bei Overwatch, der Diva. Allerdings kann der Typ nicht rausspringen, das bedeutet, er hat wirklich nur den Roboter. Dem hier Hanzo hat halt auch, dem ähnelt hier Hanzo. Charlin heißt der hier in dem Game. Und natürlich ist es kostenlos. Man kann natürlich auch im Shop für echt Geld Kristalle kaufen, um sich Skins zu kaufen. Das bedeutet, es gibt wieder eine Skin-Sache. Also zum Beispiel für den hier habe ich einen kostenlosen Skin gekriegt, komplett. Da kann man sich Skins aussuchen, die sehen dann halt einfach anders aus, aber das kennt man ja eigentlich schon von so Sachen. Die sehen einfach komplett anders aus. Und es gibt auch noch eine Option, das Gründerpaket zu kaufen. Das ist einmal ein Paket, da kann man sich alle Helden und alle zukünftigen Helden kaufen, plus alle Stimmpakete, 10 strahlende Truhen, ihr seht, es gibt auch Truhen, 72.000 Essenzen und nur im Beta Kriegsgott Fernando Sammlung und Reiter in Floridschland. Infernisches Schlachtross, ach keine Ahnung, ich bin gerade zu blöd zum Lesen, Entschuldigung. Das könnt ihr auch noch kaufen. Also ihr seht, ihr müsst die Helden hier freischalten. Ihr habt ein paar Anfangshelden, das sind einmal, haben wir hier den Pip, das ist momentan mein Lieblingsheld. Den habe ich auch schon auf Level 7. Dann haben wir, sie hier haben wir als einmal Tyra mit einer AK ähnlich, Maschinengewehr, dann haben wir Sky, eine sehr starke Person, sehr OP, sagen wir es mal so. Und ja, wie ihr seht, es ähnelt sehr, sehr, sehr doll Overwatch. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich finde, es ist einfach kostenlos und es macht einfach wirklich, wirklich viel Spaß. Wie bei Overwatch gibt es auch verschiedene Spielmodi, wie ihr seht, benutzerdefiniert. Man kann hier auch trainieren, jeden einzelnen Held. Man kann hier 3 verschiedene Spielmodi wählen. Einmal Belagerung, nehmen sie das Ziel ein und schieben die Ladung. Also wie man das schon kennt von Overwatch, man nimmt einen Punkt ein und dann kommt eine Ladung und die muss man dann schieben. Dann Survival, das bedeutet Team gegen Team, wer als letztes überlebt. Jedes Team hat dann 5 Leben und versus Ladung, da schiebt man nur die Ladung hin und her, so einen Wagen, Karren hin und her. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt so rundum alles erklärt. Ich spiele das Spiel erst seit 21 Stunden und seit gut 6 Tagen fast. Ich muss sagen, ich bin nicht der Profi da drin, ich übe mich da drin. Weil ich vorher noch nicht so wirklich so ein Spiel gespielt habe. Aber ich möchte euch einfach heute, am heutigen Video möchte ich euch Pip vorstellen. Weil das einfach der Held ist, den ich am besten beherrsche. Das ist der kleine Freund hier. Der erinnert mich sehr an Guardians of the Galaxy. Ich weiß nicht, ich finde den einfach wirklich sehr, sehr toll. Auch noch ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen. Es gibt hier verschiedene Klassen. Wie ihr seht, es gibt einmal Schaden. Das bedeutet eine Schadenseinheit. Die macht schnell Schaden. Oder zum Beispiel hier haben wir jetzt einen Flank, also einen Flankierer. Hier haben wir einen Unterstützer, der heilt. Hier haben wir wieder einen Schaden. Hier zum Beispiel einen Tank, der kann sehr viel abhalten, aber nicht viel Schaden machen. Das bedeutet, er ist sehr auf sein Team angewiesen. Und die anderen sind halt wirklich auf Schaden oder auf Unterstützung oder auf Heilung. Und ich spiele den Pip, das ist ein Heiler. Aber er ist nicht der beste Heiler, sondern er ist eher so ein Unterstützer, obwohl er eigentlich eine Heilerklasse ist. Aber die meisten spielen ihn eher als Damage Dealer, so heißt das. Damage Dealer bedeutet einfach, dass das viel Schaden macht. Das ist genauso wie der Bomb King ist für mich, oder nennt man auch Damage Dealer. Sie können sehr viel austeilen
und auch einiges einstecken. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ihr seht dann selbst, was noch passiert. Ja, ihr tretet jetzt in eine Warteschlange. Das dauert immer ein bisschen. Ist klar, ist eine Beta. Ist sind auch trotzdem, man findet immer alle Spiele relativ schnell, je nachdem, wie eure Leitung ist. Und es braucht eigentlich auch nicht besondere Systemvoraussetzungen. Also da habt ihr, ich habe alles auf Ultra stehen. Ich habe ohne Probleme ruckeln. Ich habe auch gestern schon das Spiel gestreamt. Es hat sehr gut, es war sehr schön. Okay, hat nichts gefunden gerade. Es gibt zwar den Sound gerade, dass es ein Spiel gefunden hat, aber jetzt. Hier geht Match beginnen, dann Match beitreten drücken und dann geht das und dann spiele ich Pip. Ja, Pip ist, wie gesagt, eine Heilerklasse. Er hat einen kleinen Mörser sozusagen, mit dem er solche Kugeln schießt, die dann, wenn sie auftreffen, so ein bisschen explodieren. Und wie ihr seht, es gibt immer pro Match 5 Helden und das bleibt auch immer so. Gegnerteam 5, wir 5. Ganz wichtig, die Leute, die jetzt das Spiel anfangen, die ersten 5 Level könnt ihr nicht mit anderen zusammenspielen und ihr spielt als Team gegen Bots. Also spielt euch bis Level 5 hoch, dann könnt ihr mit mir zusammenspielen. Und genau, ich bin jetzt Level 13 oder so, also es geht relativ schnell alles. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Helden freigeschaltet, also zum Beispiel die Bogen. Es gibt die meisten Helden, schaltet oder man schaltet alle Helden mit Gold frei. Das kriegt man pro Runde so 300 bis 400 Gold. Und so ganz gute Helden kosten so 7500 Gold, aber so, ich bewege mich gerade so in der 4000er Bereich, 5000er Bereich. Ja, zum Beispiel der Charlin, wie man jetzt hier sieht, an der Gegnerseite, an der rechten Seite, das vorletzte, dieser Typ kostet 5000, der ist auch sehr stark. Charlin, dieser Bogenschütze. Zum Beispiel, aber ich spiele jetzt, wie gesagt, Pip. Und da seht ihr, es geht auch wieder los. So, jetzt hat man hier die Möglichkeit, Superkarten zu wählen oder legendäre Karten. Die bestimmen, was man macht. Hier zum Beispiel Explosion markiert getroffene Ziele für 3 Sekunden. Der Waffenschlüssel fügt ihnen noch 40% mehr Schaden zu. Das habe ich nicht gemacht, weil die doppelte Heilung meines Heiltranks, weil ich halt Heiler bin. Das mache ich. Dann kann man hier noch verschiedene Karten auswählen. Dadurch müsst ihr euch aber ein bisschen genauer durchsetzen. Ich habe mich schon noch nicht so gut auseinandergesetzt. Deswegen will ich euch das noch nicht erklären. Muss mir das damit selber ein bisschen mehr auseinandersetzen. So, dann könnt ihr mit der Taste I einen Shop öffnen. Das erinnert sehr an League of Legends. Also drückt ihr I und jetzt wählt ihr am besten für jede Klasse den Bulldozer, den Lebensriss oder heilsame Tötung, Flinker oder Refugium. Also das sind meine Lieblingsteile. Ich nehme immer meistens am Anfang Bulldozer, der macht einfach mehr Schaden. Dadurch machst du mehr Schaden. Wie ihr seht, am Anfang gibt es ein Pferd, damit ihr schnell genug zum Gegnerteam kommt. Man sieht, die Grafik ist schon relativ schön. Also ich finde die gut. Gibt nichts auszusetzen. So, und ich bin jetzt sozusagen da. Ich heile mein Team und mache auch nebenbei Schaden. Mit der rechten Maustaste habe ich so einen blauen Schuss, so einen normalen Schuss, Schadensschuss, der relativ großen Flächeninhalt hat. Und ihr seht hier, und da sind auch schon genug andere. Und mit der Taste F kann ich so rumhüpfen. Biong und biong und biong. Genau, da kann ich mich nochmal schnell verpieseln. Und mit der rechten Maustaste mache ich so einen Flächenschaden. Und das ist bei jedem anders halt. So, heilen, weiterspringen. Genau, man springt immer so ein bisschen. Ja, man sollte jetzt nicht in den. Das zum Beispiel, was wir jetzt hier vor uns haben, ist ein Tank. Der ist sehr stark. Aber ich glaube, ich mache nochmal ganz kurz den Sound ein bisschen weiter runter. Der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen laut. Das habe ich noch nicht bedacht. Hier, Audio. Nein, lasse ich auf 5. Sekunde, ich muss mal kurz alles runterstellen. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut eben. Das tut ja euren Ohren nicht gut. So, alles nochmal um die Hälfte. Ja, ich hätte es... Ja. Ja, ich musste kurz die Sounds runterstellen. Man sollte natürlich nicht AFK rumstellen, wie ich jetzt. Ja, da seht ihr. Das ist auch eine, es gibt auch eine Killcam und es gibt auch ein sogenanntes Highlight des Spiels. Wie man das schon von Overwatch kennt. Und ja, aber ich empfehle es wirklich jedem zu spielen und es macht einfach Spaß. Und jetzt haben die Gegner in der Mitte so einen Punkt erobert, um so mit die so einen Karren schieben. Ich glaube, das verlieren wir die Runde. Hier gibt es jetzt 4 Runden. Mal kurz hier lang hüpfen. Oh. Muss mich ein bisschen drauf konzentrieren. Ich werde das meistens als in Streams spielen, weil das da ein bisschen besser ist. Da muss man sich nicht so aufs Reden konzentrieren. Aber unser Team kommt nicht hinterher. Kurz flüchten ein bisschen. Ja, und ihr seht jetzt zum Beispiel Ultis machen immer einen bestimmten Sound. Damit das Team weiß, ah, jetzt
kurz heilen hier. Nee, jetzt passiert eine Ulti, schnell weg oder so. Wie gesagt, ich bin nicht zum Schaden austeilen, obwohl der wirklich sehr viel Schaden macht, sondern ich bin eher zum Heilen da. Deswegen, ja. Aber ich finde ihn trotzdem richtig geil, weil er ist schön relativ mobil, wie man es jetzt so sagen könnte. Und er ist wirklich ein sehr schöner Charakter. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ja, mein Team lässt mich jetzt hier wirklich alleine. Das ist natürlich Mist. Ja, Verteidigung fehlgeschlagen. Die haben jetzt sozusagen den Karren zu unserer Basis geschoben. Und damit haben wir verloren. Also erste Runde, es gibt hier 4 Runden. Die haben aber schon 2 Punkte erreicht. Vielleicht hänge ich sogar noch eine zweite Runde mit einem anderen Charakter dran. Wie gesagt, ich mache dann nochmal ein Video zu jedem Charakter, wenn ich alle freigeschaltet habe. Ja, mal gucken. Das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Und warum spiele ich überhaupt so ein Spiel? Weil ich einfach nach einem neuen Spiel gesucht habe, ganz einfach. Ich spiele Wolf Tanks ganz normal weiter. Momentan brauche ich einfach eine Pause davon. Wie man von jedem Spiel mal eine Pause braucht, definitiv. Und ja, genau. Also jetzt gucken wir mal, ob wir unsere Pflichten als Heiler weiter ausführen können. Ich zeige euch dann noch eventuell den Bomb King. Der ist auch sehr schön. Also wie ihr seht, es gibt hier ganz viele Klassen. Es sind halt welche schon freigeschaltet und welche nicht. Jetzt ist meine Ulti fertig. Es gibt sowas wie eine. Es gibt so ein Teil, das heißt Ulti oder was Besonderes sozusagen. Meine Sekunde, ich muss kurz hier. Der verwandelt alle Gegner in so Hühner, die in meiner Strecke sind und dadurch haben die weniger Leben. So, kurz hier mal. Ihr seht, ich mache wirklich Flächenschaden. So, hier kurz heilen hingehen. Also das Problem ist bei Pip, viele Leute spielen ihn nicht als Heiler, wie ich jetzt. Ich spiele ihn auch nicht wirklich als Heiler, sondern eher als Damage-Dealer, also als jemand, der wirklich Damage austeilt. Aua, lass mich. Und das ist ein Problem, deswegen spielt, wenn ihr einen Heiler wollt, so einen richtigen Heiler, spielt dann lieber eine andere Klasse wie eine. Es gibt so eine Hexe, die ist sehr stark. Aber ihr seht, man macht schon ordentlich Schaden mit diesen Granaten. Jetzt wieder ein bisschen weghüpfen. Ja, da kommt Luft hinten raus. Keine Ahnung, wie so ein Jetpack halt. So, hier einmal. Ich kann jetzt sozusagen da in die Hausecke schießen und mache trotzdem Damage. Jetzt haben wir das Ziel angenommen. Jetzt verwende ich mal meine Ulti. So, jetzt sind... Ja. Ich habe meine Ulti verwendet und er hat seine Ulti verwendet. Hier seht ihr es. Das ist seine Ulti. Er holt ein Fernglas raus und fordert einen Luftschlag an. Das ist von dem Standard... Charakter, die Ulti. Standardcharakter ist so ein Typi mit einem Maschinengewehr und einer Granate. Der heißt Victor. Ist auch sehr stark. So. Mal den rausgenommen. Ich muss zu meinem Team. Ja, und wenn ihr dieses Hüpfteil macht, seid ihr auch eigentlich relativ stark. So, ich bin jetzt getriggert von... Einmal hier kurz reinschießen, kurz nachladen, wieder heilen. Das Gute ist bei der Klasse, du kannst dich auch selbst heilen. Also es hat auch Vorteile, Heiler zu sein. Oh, was ist das denn hier? Und ihr könnt auch definitiv wegspringen, wenn ihr zum Beispiel jetzt Heilung braucht oder so. Ja, der Bogenschütze hat sich hier mehrfach gemacht. Das ist auch eine Fertigkeit von einem Bogenschützen. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel spielt, dann werdet sich das vieles selbst erklären. Es ist sehr schwer, alles in einem Video zu, beziehungsweise alles zu erklären, weil ich habe schon, man vergisst etwas oder, es ist schwer zu erklären. Aber man kennt das ja eigentlich von Overwatch, das ist eigentlich genau das gleiche Game wie Overwatch. Oder fast das gleiche, beziehungsweise ich kenne noch nicht mal Overwatch, also ich habe es ja selbst nicht. Aber von dem, was ich gesehen habe, ich habe ja selbst längere Zeit Overwatch Let's Plays geguckt. Oh. Wie gesagt, ich muss auf mein Team warten, heilen. So. Ein bisschen noch weghüpfen. Ja, und ihr seht halt nur die Waffe. Ihr seht auch, ich habe eine andere Waffe, also einen Skin für eine Waffe. Bleib bloß weg. Den habe ich mir für ein paar Cent geholt. Ein paar Euro, sozusagen. Hatte ich noch übrig. Fand ich sehr schön, weil das vorher wirklich mein absoluter Lieblingsheld war. Der ist wirklich, den finde ich auch sehr stark, aber wie gesagt, als Heiler ist er jetzt nicht die übertrieben OP. Ja, da hinten ist einer, den ich unterstützen hätte müssen.
Ja, hier kann man wirklich... Einmal hier rüber. Einmal heilen. Und jetzt schnell durchcappen. Und wir haben 2 Punkte und gewonnen. Schieben erfolgreich, seht ihr? Diesen Karren müssen wir einmal die Map schicken, schieben sozusagen. Und ich muss gucken, dass unser Team möglichst am Leben bleibt. Und jetzt haben wir noch 2 Punkte. Ich mache das, glaube ich, in einem Video. Ich mache gleich danach noch ein Video. Da, glaube ich, dann mit dem Bomb King. Beziehungsweise da fange ich dann, glaube ich, an, jeden einzelnen Charakter richtig zu erklären. Das ist ja nur so ein Anfangsvideo. Das bedeutet, Pip werde ich wahrscheinlich als letztes erklären. Nochmal so richtig. Jetzt spiele ich ja eher und erkläre das Spiel. Also, ja, genau. Oh, ich kann nochmal Bulldozer machen. Bulldozer macht den Schaden um 50 bis 100 bis 150% stärker, den man austeilt. Das lohnt sich schon. Und ja, so hat jeder Charakter, beziehungsweise jeder hält seine eigenen individuellen Fertigkeiten. Schnelligkeit, Heilung, Schaden, viel aushalten, Schild. Du kannst auch ein Schild produzieren oder Spam. So ein Spam-Charakter wie dieser Roboter, den ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Zum Beispiel. Ja, der hat jetzt zum Beispiel hier so ein Schild. So, und ich kann mich halt verflüchtigen sozusagen, indem ich... Hier, mal kurz heilen. Ja, warte, ich kann dich gerade nicht heilen. Sekunde. 1. So, einmal Heilung für dich. Da ist ein Bogenschützen in der Mitte. Na, Prost Mahlzeit. Jetzt ist meine Ulti wieder fertig. Einmal hier so rüberhüpfen. Das finde ich auch schön an Pip, dem Charakter. Da kann sie hier so rüberhüpfen. Was macht der denn hier? Ah, der Shilan. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich mag den Namen nicht. Shilane, glaube ich. Oder wie heißt der? Shalin, glaube ich. Ja, Shalin heißt der. Ups. Ja. Das ist ein chinesischer Name, glaube ich. Oder ein japanischer. Entschuldigung, ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin nicht so japanisch-chinesische Kultur. Ich glaube, es ist immer noch ein wenig zu laut, habe ich das Gefühl. Aber das müsst ihr dann mal sagen. Wie gesagt, ich mache das gerade das erste Mal proben. Oh, Mist. Ich mache es noch ein bisschen runter. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Audio, hallo? Ist aber alles schon auf 4. Na, mal gucken. Vielleicht ist es ja so, okay, wenn nicht, dann stelle ich das nächste Folge runter. Ich schneide ja jetzt. Das bedeutet, ihr habt am Anfang ja einmal Hallo, ich bin der Broken 10, blablabla, gehört. Und dann habe ich ja ein Intro reingeschnitten. Wahrscheinlich. Ich hoffe. Also ich hoffe es mal. Also, ich weiß nicht, aber ich hoffe. Und ja, zu World of Tanks. Ich habe gerade keine Replays. Das ist ein echtes Problem. Weil somit kann ich gerade keine World of Tanks Videos produzieren. Und das ist jetzt nicht so geil. So, einmal meine Ulti gezündet. Ja, so wird das was. Und natürlich hat auch jede Einheit verschiedenen Schaden. Das bedeutet, der hier kann 1000 Schaden mit einem Schuss machen. Und ich mache halt nur wenig, also relativ wenig. Aber für einen Heiler halt das meiste. Ich glaube, ich bin der stärkste Heiler. Also der stärkste Schadensheiler. Ich frage mich zwar, warum Heiler Schaden austeilen können, aber bei dem ist das anscheinend so. Ein bisschen zu stark, finde ich. Ich meine, den Lebenstrank, der ist schon ziemlich heftig. Der macht 2000 Schaden oder so, also 2000 Leben regeneriert er. Und du selber machst ja auch noch ordentlich Schaden. Oh. Lol. Und ich mache ja auch flächendeckend Schaden. Oh nein. Nein, er hat mich erwischt. Ja. Wie gesagt, es gibt so, hier seht ihr jetzt eine Fähigkeit von dem Bogenschützen zum Beispiel, er setzt sich hin und schießt dann so ganz viele Schüsse. Das ist zum Beispiel auch eine Fertigkeit, die es gibt. Aber es ist halt für jeden Charakter einzeln. Und ja, wenn ihr dieses Spiel wirklich sehen möchtet, dann sagt doch einfach Bescheid. Also ich werde es ein bisschen als Let's Play machen, mal gucken, was draus wird. Wie die Bewertungen ablaufen. Mal, ob es euch gefällt. Also mir gefällt es sehr gut und es haben auch relativ viele gesagt, sie wollen es sehen. Ja, jetzt haben wir leider verloren. Also zum Beispiel der Janis spielt es, der The Fighters bzw. Fabian spielt es. Jetzt seht ihr Highlight des Spiels. Das schauen wir uns noch kurz an, bevor ich weiter rede. Mal gucken. Kinessa, das ist eine Sniperin unten. Mal gucken. Okay. Highlight des Spiels, okay.
Sehr interessant. Oh, ja gut. Seht ihr, 3 Schuss, 3 Treffer. Sehr schön. Und Paul habe ich dazu überreden können. Ich habe auch, ja, seht ihr, Heilung. Da war jemand anders besser. Das ist sogar der andere Pip gewesen. Und, ja, also der Paul habe ich schon überredet, den Moritz habe ich schon überredet. Die spielen das alles und mögen das auch. Finde ich auch sehr schön. Und nochmal, es gibt auch ein Truhen-Öff-System. Ich bin jetzt Level 14, also ich habe schon 14 Truhen geöffnet. Ich habe überlegt, dass ich die Truhen mal spare und ein Case-Opening mache. Oder einfach mal andere kaufe. Also die hier kann man mit Gold kaufen und die anderen kann man alle mit, muss man alle mit Diamanten kaufen. Und Diamanten kriegt man nur durch Kauf, Kristalle heißen hier, Entschuldigung, kriegt man nur durch Kauf von dem Zeugs hier. Also wie ihr seht, hier so 200 Kristalle für 490, 400 für 97, 800 und so weiter. Seht man ja. Genau. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ihr werdet garantiert Fragen haben für die Leute, die das Spiel interessiert. Weil ich glaube, nicht alles erfasst habe in meiner Erklärung. Und wenn doch, freut es mich. Und ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.